Hier ist euer Kido801. Heute melde ich mich mit einem Rundgang durch das Volkfest bzw. die Kirta von Dingolfing 2022, dem wahrscheinlich letzten Volkfest im Jahre 2022 in Bayern. Außer ihr habt noch eins für mich, dann nur rein in die Kommentare damit. Ansonsten ist das für dieses Jahr dann der Abschluss des Formates. Dann geht es weiter im Jahre 2023. Natürlich noch dieses Jahr mit Weihnachtsmärkten und meinen Kirchenführungen, aber Volkfeste habe ich dann dieses Jahr keine mehr. Fangen wir an mit Zack Lowe, den Greif am Spiel. Links davon Touchdown. Im Hintergrund das Riesenrad. Hier Barock, Zuckerl, Schokofrüchte, glasierte Früchte, vieles mehr. Und Starball Dosen werfen. Gegenüberliegend von Zack Lowe. Nein, das ist es nicht. Es ist Carlos Kurs. Aber gegenüberliegend ist das Weinstadel Langgasthof Apfelbeck. Das Weinsetz. Immer weiter. Vorbei bei Carlos Kurus, wie gerade eben gesagt, zum Kaiser. Dschungeldance für die kleinen Gäste. Dann hier von Endres Football Fanzone. Und nochmal für die kleinen Gäste Heppenheimers Kinderkarussell. Der Schießstand von Stay. Und hier haften die Kinder für ihre Eltern bei der Gamezone, bei der Spielfabrik ebenfalls Dosen werfen. Und hier das gute alte Superhupferl von Robert Scheidacher. Rechts davon der süße Laden vom Kreis aus Ingolstadt. Zum Riesenrad kommen wir gleich. Jetzt gehen wir erst einmal zur Leopardenspur. Von Zinnecker. Im Hintergrund Buchenheim Wiener Mandeln. Von Veneschen der Losstand, zu denen kommen wir aber gleich. Jetzt kommen wir erst einmal zum kleinen, aber feinen Riesenrad. Hoffentlich sieht man es gut trotz der Sonne. Dann der Techno Power. Leider geil. So, nochmal das Riesenrad. Das Wetter ist schön. Die Sonne scheint. Manchmal wird es so blöd.
Hier gibt es die halbe Meter Bratwurst und halbe Meter Feuerwurst, Steaks und vieles mehr. Gefolgt vom Kreisverband Dingolfing, Landau, Rotes Kreuz, Notstand. Und Freddy's Zirkus, Lach- und Spaßhaus. Manege frei. Davon ist der Autoscooter, der Euroscooter. Von Kohlmann. Und das Kirter-Karussell. Gefolgt von Heimatspezialitäten. Schokofrüchte, die versüßen ihren Tag. Und direkt voraus die Gräferie. Französische Crepes, Knoblauchbaguettes und vieles mehr. Einzelcrepes. Und links davon die Jagdhütte. Fischbraterei Nirschel, Steckerlfische und Backfische gibt es hier. Und lieber doch eine Pizza. Dann ist man hier richtig. Dann geht's weiter Richtung Festzelt. Festzelt Ismaier mit Kirterbier aus Dingolfing. Gegenüberliegend davon Essensbereich, Heidobler Bäckerei, Konditorei. Buchners Käse. Oder lieber doch Fischschemmeln, Pommes, Bratwurst, vieles mehr gibt's hier. Oder lieber doch eine Gemüsepfanne, dann ist man hier richtig. Dann daneben. Heliumballone dürfen nirgendwo fehlen. Und die Schiffschaukel. Ein bisschen aus der Sonne raus zu Riedermeier Käse und links davon Baserien Auftragsgrill. Dann erst einmal direkt in die Sonne wieder rein. Tropical Trip. Gegenüberliegend davon der Saloon. Ein weiterer Schießstand. Gefolgt von einem Pfeilwehrstand. Thank you.
Langhaus bekannt und süß in der Mini-Alm. Schmankerlzeit. Nein, Schmankerlzeit. Hier kann man Kugel stecken. Und hier gibt es Zwiebelrose in Bierteig. Und gegenüberliegend davon die Schatzinsel hinten angeln. Und dann nochmal der Tropical Trip und die Schmankerlhütten. Spezialität hier ist das Hirtenbrot. Dann geht's weiter zum guten alten Kamel-Derby. Und hau den Lukas für groß und klein. Hier nochmal das Riesenrad. Hans und Peter Klubball. www.klubball.com gibt es hier. Und Buchners Wiener Mandeln. Wie wir vorher schon gesagt haben, genauso wie den Notstand wie Neschen. Dann geht's weiter zum Maismann. Heiße Maiskolbe, Butter oder Knoblauchbutter. Ofenfrische Knoblauchbaguettes. Vieles mehr. Gefolgt von der Jägerhütte. Und der Fischbäder, Meeresfrüchte. Hier haben wir Champagner, das Champagnerzelt. Und daneben die Dschungelrallye für die kleinen Gäste. Gegenüberliegend davon weitere Startwerfen. Und süße Versuchung. Sabines süße Versuchung. Dann kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Haben wir eigentlich bloß noch hier das Barockzuckerl nochmal. Jetzt sind wir eigentlich schon wieder beim Anfang angelangt. Und den Starball. Und dann hier in der Ecke noch die Creperie. Und nur vom Feinsten. Holländische Pommes und Twister Chips.
der Pferdemetzgerei Veit Deckendorf im Bestandel. Und dann haben wir noch zwei Spielzeugstände. Im Hintergrund sieht man schon auch wieder sehen. Spielzeugstand 1 und dahinter Spielzeugstand 2. Und das war der Rundgang durch die Kirta von Dingolfing 2022. Weitere Videos findet ihr links. Einfach mal durchstöbern. Rechts könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und mittlerweile danke für 950 Abonnenten. Nur noch 50, wir haben die 1000 voll. Und ja, das war das letzte Volkfest-Rundgang-Video dieses Jahr. Denn die Zeit der Volkfeste ist vorbei. Sobald die Weihnachtsmärkte beginnen, werden natürlich dieses Jahr auch die Weihnachtsmärkte durchgefilmt. Ansonsten gibt es noch tolle Videos von Kirchen und was ich sonst noch Zeit habe. Genau, hoffe euch hat dieser Mod gefallen. Nächstes Jahr natürlich geht es weiter, sobald die Volkfeste wieder beginnt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Kido 881.